Hey Freunde, in diesem Guide zu Dead Island 2 zeige ich euch den Bosskampf gegen Nikki. Und ich muss sagen, dass ich das Ganze etwas komisch gelöst habe, aber ich habe es am Ende geschafft. Und wenn ihr keine gescheiten Waffen habt, dann ist dieser Guide auch perfekt für euch, würde ich sagen. Also Nikki ist eine Schreierin. Das bedeutet, dass sie mit ihrem Schrei euch erstmal verlangsamen kann, wenn ihr zu nah bei ihr seid. Und außerdem weckt sie damit auch Gegner auf. Das bedeutet, ihr werdet permanent Gegner respawn haben hier. Ihr habt ein paar Gasflaschen hier verteilt, aber es sind nicht so viele, ich konnte damit nicht viel anfangen. In eins habe ich zum Beispiel jetzt meine Waffe reingeschmissen, nachdem ich Nikki da hingelockt habe und es gab eine Explosion, da hat sie Damage bekommen. Aber am Ende habe ich mir gedacht, so komm, ich probiere es mal anders und dann bin ich wirklich immer im Kreis gelaufen. Die dummen Standardgegner sind mir dauernd hinterhergelaufen, aber mit richtig viel Abstand und so konnte ich immer an Nikki rankommen, ihren Dropkick verpassen und sie ein paar Mal schlagen. Der Kampf hat sich echt in die Länge gezogen, aber schaut es euch an, es funktioniert. Naja gut, ich zeige euch jetzt nicht den kompletten Kampf, weil das extrem langweilig ist, aber nur damit ihr seht, wie ich das gemacht habe, also hier im Kreis rumlaufen, Dropkick, zweimal draufschlagen, wieder im Kreis rumlaufen, Dropkick, dreimal draufschlagen, wieder im Kreis, bla bla bla, ihr wisst Bescheid. Das ist wohl die dümmste und leichteste Taktik überhaupt, aber es funktioniert tatsächlich, auch in anderen Spielen. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich schaltet ihr auch in meinen nächsten Guides rein. Also ich wünsche euch viel Spaß mit dem Game. Haut rein und bis bald. Bye bye.